Ich bin im Juli 2020 hier in Deutschland angekommen. Danach habe ich meine praktische und mündliche Prüfung in Asklepios Bad Salzhausen gemacht. Und ich arbeite hier in Seesen, Asklepios, Schildautal. Ich arbeite gerade in Neurofrühreha, Station 24, als Gesundheit- und Krankenpfleger. Ich konnte sagen, die sind alle nett zu mir. Ich bin alleine erstmal hier angekommen und danach letztes Jahr war das wichtige Jahr für mich, weil meine Familie hier in Deutschland angekommen sind. Mein Sohn geht gerade in den Kindergarten und mein Nachbar hat mir geholfen, um einen Platz im Kindergarten zu finden. Ich habe nicht nur Kolleginnen gefunden, sondern auch Freundschaft aufgebaut. Auch in der Klinik helfen mir die Mitarbeiter im Alltag.